Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil Let's Play Path of Exile. Auch den Mirbel Teil dwells in the caves beyond the wrecks, at the head of Siren's Cove. Leave her be, and we can only hope that she continues to return the favor. Ach, quatschen die mir immer in meine Ansage rein. Ich wollte gerade sagen, dass wir diesen Teil wie den letzten auch und wahrscheinlich ab jetzt alle kommenden immer damit beginnen werden, dass ich erstmal meine Ausrüstung durchchecke, ob ich irgendwelche Besserungen habe und den Kram, den ich nicht mehr brauche, den werde ich dann immer bei der Gelegenheit verkaufen. Gucken wir mal. 17 Stärke, 12 zu leben. Das ist schon mal gut. Der ist noch besser. Achso. Habe ich mich ausgetrickst. Muss ich erstmal machen, ohne dass ich beim Händler bin. Ich identifiziere erstmal den ganzen Kram hier. Schauen wir, was wir beim letzten Mal so erbeutet haben. So. Ah, bei der Kopfbedeckung bin ich mir nicht ganz sicher. Ich nehme mal die hier erstmal. Finde ich sweet, das geht natürlich nicht. 14 Geschicklichkeit. Blitzresistenz. Abgesaugtes Leben und Leben, wenn ich einen Gegner töte. Auch eine nette Alternative. Schild taugt definitiv nichts. Der Helm taugt auch nichts. Auch nicht besser. Gürtel hebe ich mir erstmal auf. Okay. Dann lade ich erstmal ein paar Sachen hier ab. Und zwar die Handschuhe, die könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Den Helm könnte ich eventuell gebrauchen. Den Schild. Das kann weg, das kann weg. 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 Auch weg. Die Sachen behalte ich allesamt erstmal. Flicker Strike, den wollte ich euch ja gleich nochmal eventuell in Aktion zeigen. Mann. Heavy Strike packe ich erstmal aus dem Inventar raus. Kaufen. So, ein leeres Inventar. Dann kann es jetzt losgehen. Den Flicker Strike, den habe ich mir im letzten Teil deswegen genommen, weil ich mir davon verspreche, den vielleicht taktisch ganz gut benutzen zu können. Ich überlege gerade, ob hier eine gute Idee ist, euch den mal zu zeigen. Ich wähle mal eben auf die Taste R. Guck mal, dass ich jetzt irgendwo einen Gegner finde, einen einzelnen, wo ich nicht gerade in so eine Riesengruppe mich reinbewege. Da ist einer. Das ist der Flicker Strike. Der teleportiert uns halt zu dem Gegner, den wir angewählt haben. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, den mal zu nehmen. Für so Situationen wie im letzten Teil, als da so komische Nekromanten aufgetaucht sind. Also sprich immer dann, wenn einzelne Gegner es erfordern, dass wir die möglichst schnell ausschalten. Ich glaube, da kann der Flicker Strike wirklich strategisch ein gutes Mittel für uns sein. Gut. Dann wollen wir erstmal ein bisschen hier uns vorwärts kämpfen. Es gibt hier in diesem Level auch noch eine Quest zu erledigen. Die lasse ich aber erst einmal aus. Weil da eine ganze Menge Gegner rumlaufen, die auch diesen Flicker Strike haben. Und das ist nicht besonders empfehlenswert. Da muss man also unheimlich aufpassen. Im Nahkämpfer geht es noch einigermaßen, aber gerade Zaubercharaktere sollten da unheimlich vorsichtig sein.
weil man in der Regel dann doch ja nicht dafür gemacht ist, direkt im Nahkampf mit den Gegnern zu landen. Wenn dann Gegner auftauchen, die sich direkt in den Nahkampf rein teleportieren, dann sieht man sehr schnell sehr alt aus. Und ich möchte erstmal auf Nummer sicher gehen und ein bisschen hochleveln, bevor ich mich an die nächste Quest da setze. Die Quest hat allerdings den riesen Vorteil, dass wir da einen Skillpunkt bekommen. Was meiner Meinung nach immer eine der schönsten Questbelohnungen ist. Jetzt geht es darum, erstmal hier ein bisschen EP zu sammeln und hoffentlich auch noch den einen oder anderen guten Gegenstand zu finden. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dieser Folge vor allen Dingen ein bisschen grinden diesmal. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie gut die EP letztendlich sind, die ich hier bekomme. Das sind übrigens diese komischen kleinen Krabbenviecher, die schon gar nicht sind, die Zombies. Hinterlassen so eine komische Teerspur auf dem Boden, die uns unglaublich langsam macht. Jetzt macht es ein bisschen blöd hier zu leveln, allerdings ist das eigentlich eine sehr angenehme Stelle auch wieder, weil man so schön immer wieder rein und rauslaufen kann in diese Instanz. Und die Gegner ganz gute Erfahrungspunkte bringen, ohne jetzt besonders schwierig zu sein. Wo hier auch schon so eine gewisse Vorsicht an den Tag zu legen ist. Hier sehen wir dieses schwarze Zeug, hier oben das Symbol. Jetzt hat sich schon wieder aufgelöst. Ihr werdet das in diesem Video, denke ich, noch an der einen oder anderen Stelle merken, dass ich dann jetzt ziemlich langsam werde. Das nächste Level-Up ist auch nicht mehr weit. Ich wollte mal gerade gucken. Beats Level 13. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich auch Level 13. Jawohl. Dann denke ich mal, werde ich hier bis Level 15 wahrscheinlich so mich dann aufhalten. Double Strike noch in der Hinterhand haben gegen starke Einzelgegner. Alle Gegner sehen wir hier, können wir auch mit unserem normalen Standardangriff eigentlich mit einem Schlag legen. Ich drücke die ganze Zeit auf die falsche Taste. Statt meinen Mana-Trank zu aktivieren, habe ich da die Quicksilver-Flasche angewählt. Das wollte ich gerade eben ins Skillpunkt vergeben, dann kommt doch ein Gegner an. Mache ich das mal eben schnell. Ja, hier, Executioner, 12% mehr Zweihand-Waffenschaden und 20% genauere Trefferrate. Das bringt mich zum Thema, das ich euch jetzt gerade an der Stelle mal kurz näher bringen könnte. Und zwar die Trefferwahrscheinlichkeit. Da möchte ich auch nur ganz kurz erwähnen, dass wir also nicht automatisch immer treffen, wenn wir auf den Gegner klicken, sondern eine Trefferwahrscheinlichkeit haben, zumindest für Waffenangriffe. Zauber treffen, soweit ich das weiß, eigentlich immer. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Ausnahme gibt, ich glaube aber nicht. Und ja, das heißt natürlich auf der einen, dass wir als Nahkämpfer mal gucken müssen, dass wir unseren Schaden überhaupt anbringen können, sprich, dass wir den Gegner überhaupt treffen können. Bei den meisten Nahkämpfern kann man dieses Problem sehr elegant und effektiv dadurch umgehen, dass man Resolute Technik im Baum anwählt. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal was zu erzählt in meinem Vorstellungsvideo. Das ist eigentlich immer ein sehr guter Weg. Da braucht man sich dann nämlich überhaupt nicht mehr drum scheren. Ich versuche es diesmal, wie schon mal angekündigt, anders zu machen und versuche meine Trefferwahrscheinlichkeit einfach so hoch zu halten, damit ich eben auch kritische Treffer austeilen kann. Wir können mal gerade gucken. Im Moment habe ich 92% Chance zu Hit. Das ist super. Über 90%, das ist das, was ich immer anstrebe. Das sollte man haben. Und unsere Treffergenauigkeit wird halt vor allen Dingen durch Geschicklichkeit erhöht. Allerdings auch durch, wie wir gerade gesehen haben, irgendwelche passiven Talente. Wir können aber auch Plusgenauigkeit auf Waffen finden. Und zwar sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen. Und das wird also gerade für meinen Charakter auch wichtig sein, da immer mal so ein Auge drauf zu halten, dass ich die Gegner auch noch ausreichend treffe.
Wenn man so auf 70% Trefferchance fällt, dann merkt man das schon ganz extrem. Und gerade im Hinblick darauf, dass ich ja auch vorhab, meinen Charakter, sein Überleben vor allen Dingen auch dadurch zu sichern, dass ich verstärkt auf Lebensabsaugung setze, ist natürlich die Voraussetzung, dass ich die Gegner auch treffe, sonst kann ich kein Leben absaugen. Also der Wert, den müssen wir auf jeden Fall auch kritisch im Auge behalten und sollte irgendwann in der Zeitpunkt kommen, wo ich aus irgendwelchen Gründen es nicht mehr schaffe, diese Trefferwahrscheinlichkeit oben zu behalten, dass ich immer Gefahr laufe, die Gegner überhaupt nicht mehr zu treffen, mein Charakter dadurch fast unspielbar wird, dann würde ich dann doch nochmal die Gelegenheit nutzen und meinen Charakter ein bisschen umplanen und dann doch Resolute Technik aufnehmen. Das ist der Vorteil, wenn man sich vorher Gedanken macht und sowas schon mal einplant. Mein Pfad führt nämlich sowieso bei Resolute Technik vorbei und da kann ich mich nur mal halt entscheiden, ob ich jetzt so klarkomme oder ob ich den Punkt dann doch brauche. Das ist, denke ich mal, auch gerade bei Charakteren, die man neu anfängt, wenn man jetzt noch nicht so einen riesen Itempool zur Verfügung hat und nicht genau abschätzen kann, in welche Richtung es denn dann genau gehen wird, dann ist es auf jeden Fall angesagt, so eine Flexibilität zu behalten. Wenn man dann Charakter in Beton gießt und sagt, ich brauche genau dieses oder jenes diesen oder jenen Ausrüstungsgegenstand, ich glaube, dann wird das nichts werden. Da braucht man schon extrem viel Glück. Oder extrem viel Durchhaltevermögen, wenn man halt dann entsprechenden Gegenstand nicht findet und der Charakter einfach nicht in die Pötte kommt, sozusagen. So, jetzt haben wir nebenbei direkt eine Quest erfüllt, dadurch, dass wir jetzt uns den Weg freigeschlagen haben zu diesem Wegpunkt. Das ist nämlich der letzte Wegpunkt, bevor es zum Endgegner geht. Und da können wir erstmal hören. You must take your chances with the siren. Then have this. It may be of some help. But please, know that you don't have to do this. Tarkley and I are getting used to having you around. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier Added Fire Damage. Ja, gar nicht so verkehrt. Added Cold Damage. Für uns definitiv nicht so gut. Und Life Gain on Hit. Das Ding nehme ich jetzt erstmal. Das ist eine Alternative zum Life Leech, also wo prozentual Leben abgesaugt wird, kriege ich hier direkt plus Leben. Das ist gerade am Anfang eigentlich sogar noch stärker als die prozentuale Absaugung. Über den genauen Mechanismus werde ich euch in einem anderen Video noch was erzählen. Jetzt wäre es nur schön, wenn ich was zweifach Rotgesockeltes irgendwie auftreiben könnte, wenn ich das auch benutzen kann. Sieht im Moment aber schlecht aus. Dann gehe ich erstmal weiter grinden. Jetzt habe ich auch zumindest wieder eine Quest erfüllt, dann habe ich euch immerhin das schon mal bieten können, dass wir heute zumindest eine Quest erledigen. Wie gesagt, ob es noch mehr werden, weiß ich noch nicht genau. Gesehen, die komplett ins Leere gegangen ist. Wow. Ja. Jetzt habt ihr mal den Notausstieg gesehen. Ich lock mich mal schnell wieder ein. Das war mir jetzt dann doch ein bisschen heiß. Und es ist so eine Sache, die man bei Hardcore immer im Hinterkopf haben sollte. Escape und Exit Login Screen katapultiert einen sofort aus dem laufenden Spiel raus. Man hat also auch keinen Rücklauf, dass das Spiel noch für einen kurzen Moment denkt, dass man im Spiel selber drin ist. Damit kommt man nicht sofort raus und... Puh, das ist immer so die letzte Lebensversicherung. Eieieiei. Das war durchaus knapp. So, ich probiere es lieber mit einer neuen Instanz. Ja, ich habe ja gesagt, das kann sehr, sehr schnell gehen im Spiel. Also beim Hinweg habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass da irgendwas... Da war jetzt nichts wirklich Kritisches dabei und auf einmal ist man kurz davor, dann doch ins Gras zu beißen. Es kommt halt wirklich immer nur darauf an, wie genau die Zusammensetzung der Gegner ist. Wie viele sind das und sind da ein paar Champions dabei und haben die vielleicht eine unangenehme Eigenschaft und schon
sieht man auf einmal ganz, ganz alt aus. Und wenn mir sowas zum Beispiel in der Instanz passiert wäre, die ich jetzt gerade ausgelassen habe, von der ich erzählt hatte, wo wir noch einen zusätzlichen Skillpunkt kriegen werden, dann, wenn mir das da passiert wäre mit den Flicker-Strike-Gegnern, die halt aus dem Nichts auf einmal sich auf mich drauf teleportieren, dann hätte ich so schnell, glaube ich, im Leben nicht reagieren können. Und dann wäre ich jetzt an der Stelle schon gestorben. Und das ist der Grund, warum ich so ein bisschen Piano mache. Ich glaube, wenn man die Geduld nicht aufbringen kann und eher so der Spieler ist, der sagt, nee, ich brauche die Action, ich muss ganz schnell immer rennen und ich möchte mitten im Pulk stehen, dann ist grundsätzlich Path of Exile vielleicht sowieso nicht euer Spiel. Vor allen Dingen ist dann aber die Hardcore-Variante nicht euer Spiel. Dann solltet ihr auf jeden Fall in Anarchy anfangen. Ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, auf diesem im Hardcore-Modus, wollt nicht zu viel auf einmal, geht's langsam an, levelt ein bisschen höher, als ihr vielleicht eigentlich müsstet unbedingt, einfach um so eine gewisse Stabilität in den Charakter reinzubekommen. Also man kann im Grunde gar nicht genug Polster haben, nur sehen, wie schnell das gehen kann, und das wird sich auch nicht gravierend ändern. Wir werden zwar stärker werden, die Gegner aber genauso. Und je mehr Polster man hat, dass man zumindest die eine Sekunde vielleicht noch länger überlebt, um dann das Spiel verlassen zu können, umso besser. Dinge sind immer ganz fies, die auch so Fernkämpfer lauern. I'm starting to think there's more to life than prize or perish. Das schmeckt mir sehr gut. Scheint nicht noch ganz gut EP zu bekommen. Ich glaube, dann nehme ich auf jeden Fall auch noch ein Level hier mit. Ihr müsst das auch ein bisschen so sehen, wenn ich jetzt hier ein bisschen Zeit erstmal darauf verwende, hochzuleveln, wird sich das an anderer Stelle wieder auszahlen, dass ich dann etwas schneller durch die Gegend komme und nicht so sehr, also nicht ganz so vorsichtig sein muss. Also an richtigen Stellen ein bisschen leveln ist eigentlich das ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor in dem Spiel. Die Hybridflasche mit. Die füllt Leben und Mana wieder auf. Ob ich die benutze. So, jetzt gehe ich mal hier in diese Richtung weiter, um hier in die Lebenspunkte reinzukommen. Jetzt gucke ich ja mal. 1, 2. Also einen kriege ich ja noch von den. Oh, 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 oh. Verdammt. Nicht mal in Ruhe sich den Baum angucken kann man hier. Jetzt gehe ich also als nächstes hier in die Lebenspunkte rein und einen kriege ich ja noch von der Quest einen Punkt und ein Level wollte ich auf jeden Fall noch machen. Dann würde ich die 10% Leben noch mitnehmen können. Das ist, glaube ich, auch erstmal der stärkste Punkt in diesem Knoten da. Und dann nehme ich die 10% auf jeden Fall noch, möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, bevor ich zum Endgegner dann gehe. Für den Endgegner kann ich auch schon mal ankündigen, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir auch noch unsere Kälteresistenz im Auge behalten. Wer ohne ausreichende Kälteresistenz zu Merville geht, der wird's nicht überleben. Das kann ich euch auch aus trauriger Erfahrung sagen. Da führt kein Weg drum rum. Oh, ein Unique Item. Unser erstes Unique Item. Ein Heavy Quiver. Ein schwerer Köcher. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Broadstroke. Genau, ein wunderschöner Köcher. Das sind genau die Momente. Jetzt juckt es mich schon direkt in den Fingern, vielleicht doch nochmal einen Fernkämpfer anzufangen, jetzt in der Ladder. Weil der Köcher, der ist auf jeden Fall gut. Gibt bessere, aber mit dem kann man schon richtig was anfangen.
Also viele meiner Bogenschützen haben den also tatsächlich bis Level 60 und weiter getragen. Wirklich schönes Teil. Das sind immer so die besonderen Highlights, wenn er das Spiel dann direkt so belohnt. Blöd nur auch ein typisches Ding, was bei solchen Spielen gerne mal passiert. Ist zwar ein toller Gegenstand, aber eigentlich für uns jetzt direkt nutzlos. Kann Nahkampf überhaupt nichts mit anfangen. Aber ich finde es halt, wie gesagt, besonders schön, wenn ein Spiel irgendwie es schafft, dass ein so ein Gegenstand fällt und man sofort irgendwie über einen neuen Charakter nachdenkt. Und von solchen Gegenständen gibt es in Path of Exile doch so einige, wo man... Also es gibt selten den Fall, dass man sagt, man braucht ein ganz spezielles Item, um überhaupt einen Charakter spielen, also diese Charakterklasse spielen zu können. Oder diesen Charakterbild. Im Grunde geht es auch immer mit irgendwelchen Alternativen. Aber es gibt halt schon extrem gute Gegenstände, die so einen gewissen Charakterbild überhaupt erst so richtig spaßig machen. Und in wenigen Ausnahmefällen gibt es auch einzelne Gegenstände, die man einfach haben muss, ansonsten funktioniert eine bestimmte Idee gar nicht. Da gibt es einen Charakter, den ich persönlich auch extrem spaßig finde. Den habe ich auf der Default-Liga, spiele ich den hin und wieder mal. Das heißt, das ist ein Charakter, der ganz ein Nahkämpfer ohne Waffe. Der hat einen speziellen Handschuh, der extrem unseren Schaden erhöht. Und das aber nur, wenn wir keine Waffe tragen. Und das sieht allein schon spektakulär aus, weil er die ganze Zeit immer nur mit der Faust zuschlägt. Und trotzdem einen richtig guten Schadensoutput hat. Und das, ich finde, es macht einfach unheimlich Spaß, mit so einem Charakter durch die Gegend zu laufen, immer mit einem einzigen Boxschlag jeden Gegner umhauen zu können. Den zeige ich euch bestimmt irgendwann auch mal, den Charakter. Wenn ich hier mit der ganzen Reihe erstmal durch bin, dann picke ich mir so ein paar Highlights raus, wo ich sage, das sind Dinge, die ich jetzt einfach mal nur so losgelöst, ohne eine große Videoserie drumherum, euch mal zeigen möchte bei dem Spiel. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Hier wird jetzt erstmal noch ein bisschen gelevelt. Ich merke, ich verfall schon wieder da rein, dass ich überhaupt nicht mehr genau gucke, was hier so liegen bleibt. Weil nach wie vor könnten eventuell auch weiße Gegenstände einfach besser sein als das, was ich trage. Ein bisschen unkonzentriert. Das ist in den letzten Tagen irgendwie so ein bisschen Dauerproblem von mir. Ich bleib jetzt bei der Variante. Ich grinde jetzt den Rest der Zeit und werde dann im nächsten Video schnell die Quests erledigen, die ich jetzt noch zurückgelassen habe, und mich dann direkt um den Endgegner kümmern. Da auch dann schnurstracks hinrennen. Vorausgesetzt, ich habe dann die passende Resistenz, die passende Kälteresistenz. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Den kann ich treffen lassen. Ja, von den blauen Gegnern hätte ich jetzt gerne noch den einen oder anderen. Dann geht das mit dem Level noch deutlich schneller. I believe in traveling light. Ich muss hier vorsichtig agieren. Wir sehen, wie schnell das gehen kann, wenn da irgendwie so ein Gruppe Gegner steht. Gerade wenn hier so mehrere Fernkämpfer auf einem laufen sind, kann das schon mal unangenehm werden. Eigentlich könnte ich ja hier geschickterweise auch ein bisschen mit dem Flicker Strike arbeiten. Wenn wir die Option schon haben.
gerade bei diesen komischen Teerpfützen, die ja meine Beweglichkeit oder beziehungsweise meine Geschwindigkeit doch stark einstrengen, glaube ich, kann man da mit dem Flicker Strike noch ein bisschen mehr Tempo bringen. Auch schon wieder ein paar Edelsteine, die gleich bereit sind, hochgelevelt zu werden. Die haben mich schon wieder verlaufen. Ist gut. Also macht der Flicker Strike einfach auch wahnsinnig Spaß. Und auch den kann man, könnte ich zum Beispiel noch mit dem Multi-Strike kombinieren, den ich mir eigentlich auf jeden Fall auf dem Charakter besorgen will. Und auch der Flicker Strike könnte theoretisch unser Hauptangriff mit diesem Charakter werden. Das wird, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste eigentlich auch alles dafür machbar sein. Na okay, dann, ne, den müsste man schon ein bisschen mehr skillen dann noch, glaube ich. Aber zumindest so als Gimmick für zwischendurch könnte man den auf jeden Fall auch benutzen, mit dem als Hauptangriff. Und gerade sowas schätze ich halt auch unglaublich, wenn man so ein bisschen Flexibilität behält. Ich glaube, das habe ich mittlerweile schon extrem oft gesagt. Und ihr seht schon, ich glaube, Flexibilität ist bei dem Spiel einfach unglaublich wichtig. Zumindest wenn man jetzt nicht so extrem viel Zeit im Spiel verbringt, dass man aus den Vollen schöpfen kann, einfach so viel Sachen zusammenbekommt, dass man im Grunde schon vorher alles komplett durchplanen kann. Weil wenn man die absolut stärksten Charaktere haben will, dann muss man das wahrscheinlich machen. Aber wenn man, sag ich mal, einen realistischen Anspruch hat und sagt, nee, ich bin mehr so von der Zeit her der Gelegenheitsspieler und ich möchte einfach einen guten Charakter zusammenbekommen, ohne jetzt 24 Stunden am Tag spielen zu müssen, dann ist Flexibilität auf jeden Fall ein guter Weg zum Erfolg. Ansonsten werdet ihr ewig auf irgendwas warten, was ihr wahrscheinlich nie bekommen werdet. Weil genau, wenn man es dann haben will, dann kriegt man es natürlich nicht. Wer kennt das nicht, dieses Problem? Gehe ich jetzt wieder zurück in die Stadt. Und ja, dieses vielleicht doch etwas unspannendere Video diesmal nutze ich dann dafür, vorher schon mal jetzt meine Sachen zu verkaufen und zu überprüfen, ob ich was Besseres gefunden habe. Dann kann ich beim nächsten Mal sofort mit der Quest loslegen und dann gibt es da mehr Fortschritt im Spiel. Wollen wir eben... So, ich glaube, den behalte ich auch erstmal. Ich kann weg. Ja, ich glaube, die Rüstung ist auf jeden Fall besser. Nur die hat im Moment Kälteresistenzen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach die verkaufen. Die brauche ich eventuell noch. 19 bis 40. Weil er immer schon Waffe, die vielleicht unsere jetzige auch ablösen könnte. Die werde ich auch nochmal behalten. Die Schuhe können auf jeden Fall mehr. Die werden ausgerüstet. Das kann verkauft werden. Das ist mal gar nicht so viel zum Verkaufen. Den Rest packe ich schon mal in die Truhe. Sichere ich auch erstmal. Den ganzen Kram erstmal in die Truhe. Gut. Ja, wie schon gesagt, diesmal vielleicht ein etwas unspannenderes Video, aber auch diese Passagen braucht man in dem Spiel einfach. Wir haben immerhin jetzt Level 16 erreicht, haben eine ganz brauchbare Ausrüstung und ich gucke gerade nochmal ganz schnell, wie unsere Resistenzen gegen Kälte aussehen. 28 ist noch zu wenig. Ich mache das, glaube ich, dieses Mal schon noch, zumindest mal. Hier Kälteresistenzringe finde. Nee, natürlich kein Glück. Das ist unschön. Gucke ich mal, ob ich vielleicht bei meinem anderen Charakter noch vorm nächsten Video welche besorgen kann. Naja,
Jedenfalls werde ich dafür sorgen, dass ich nächste Mal sofort loslegen kann und dann werden wir da den ersten Akt beenden oder sterben. Also seid gespannt und bis dahin.